hallo zu Just Cause 3 und... Ich habe mit den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Ja, wie gesagt, bei Just Cause 3 und... Freiheit durch Chaos. Das wollte ich nicht machen, so. Dann wollen wir mal. Modern. Da. Oh Gott, ist das ein Weg? Na gut. Fahren wir mal mit diesem schönen alten Flitzer hin. Die arme Karre. Also gerade ein Flieger. Der Park da ist schön. Oh. Meine Güte, ist hier noch viel zu erledigen. Und meine FPS sind heute auch nicht die allerbesten. So, 170 macht die Karre fertig. Oh. Okay, das war ja sehr elegant. Oh Gott, war das mies. So. Was? Über 7 Kilometer weit weg? Hey, fang!
das ist ja nicht die schnellste Fortbewegung. Diese Bauerinsel müssen wir auch noch erobern. Wo sind wir denn überhaupt? Gott. Einfach so mal ein Boot überfahren. Oh ja. Da hat wohl einer keinen Bock auf seinen Job und lässt einfach mal die Rebellen hier vorbei müssen. So. Ach, fahren wir mal hier dadurch. So. Der Jetski wäre jetzt schneller, naja. Okay, nicht nach da.
Okay, jetzt da die Küste lang. Ruinen eines Hafens. Alte Hafen oder eine Hafenstadt. Auch nicht schlecht. Wir sind auf einem guten Weg. Noch ein schönes Küstendörfchen da. Ja, unter der Brücke durch. Ach, da werden Tunnel. Vielleicht. Keine Ahnung, ob ich das schnell wäre. Gleich neben dem... Hier darf niemand durch. Was macht er da oben? Rico, danke für alles, was Sie für uns tun. Das ist nicht der richtige... So... Da sind wir endlich. Rico, zweifellos ist deine Freundin Dima eine brillante theoretische Wissenschaftlerin. Aber das Gerät in dieser Bauweise kann die Ladung nicht speichern. Es wird schon funktionieren. Habt ihr das nicht im Labor mit dem Panzer getestet? Eigentlich schon, aber wir mussten ein paar Teile des Panzers dafür benutzen. Deswegen konnten wir es nicht testen. Toll, das hat mich einen wertvollen Panzer gekostet. Also sieh zu, dass wir das hinkriegen. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn nicht alles in die Luft fliegt und uns tötet. Hey, ich kann dich hören. Dima, was meint er damit? Kann das Ding explodieren? Ach, Geschwafel. Blödsinn. Die Energie verteilt sich, sobald die Zündung erfolgt. Vorher zerreißt es das Gerät. Also was machen wir jetzt? Ein Feldversuch. Wir müssen an funktionierenden Panzern testen.
Das Gerät hat nur genug Energie für eine Entladung. Eine Explosion. Es reicht. Danke, Dima. Entschuldige. Hör mal, dein Freund Sheldon ist in der Höhle aufgetaucht. Er ist ein gefährlicher Mann. Er hat uns verraten, wo wir ein paar Bavarium-Panzer finden. Hat er das? Was für ein Zufall. Sheldon sorgt zurzeit für einen Zufall nach dem anderen. Was hast du jetzt vor? Was haben wir für eine Wahl? Packen wir es an! So, jetzt müssen wir wohl das Teil transportieren oder begleiten. Den Transport. Dann mal los. Packen wir es an. Bleib an uns dran, Rodriguez. Gleich gibt's Ärger. Dein Freund Sheldon ist wirklich bestens informiert. Will er dich aus irgendeinem Grund töten? Ist toll, jemanden wie ihn im Team zu haben. Sheldon ist sein eigenes Team. Kein Scheiß. Huch. Ui, da wird's jetzt. Soldaten! Aufpassen, Leute! Wir können nicht weiter, solange hier so viele Soldaten sind. Schalt sie auf! Wiederholen. Das war unheimlich, findest du nicht, Rodriguez? Och nö. Die Kühlung hat was abgekriegt. Die macht's nicht mehr lange. Kriegst du das hin? Nicht in der Zeit, die wir haben. Finden wir raus, wie weit wir kommen. Na toll. Das klingt ja nach einem sicheren Plan. Also, woher denkst du, kamen diese Soldaten, Rodriguez? Routineüberprüfung? Wohl kaum. Sie sind hinter dem Truck mit dem EMP her. Die Ravello weiß etwas. Ein Maulwurf. Haltet die Augen offen, Leute.
Das sieht verdächtig aus. Ich mach den Weg frei. Ich bin getroffen. Weg hier, über die Brücke, schnell! Hängen wir sie ab! Tolle Idee, schätze, das ist eine Einbahnstraße! Thank you.
tatsächlich Panzer! Das hab ich jetzt abgeknallt. Unversehentlich. Oh Gott, das wird jetzt schwer. Okay, alles klar. Fahren wir. Amüsierst du dich, Rico? Immer. Hey, hallo Rico. Ich habe wohl zu früh gesprengt. Bitte. Schau, Mist, der Panzer wäre perfekt geworden. Hinter uns kommen noch mehr! Sind das denn? Rodriguez, sobald wir drüben sind, spreng die Brücke! Damit rechnen Sie nicht. Lass den Blödsinn, Rodriguez! Genau vor einem Armeestützpunkt? Ist das dein Ernst? Wir müssen hier raus.
gekommen. Sie haben uns erwartet. Das ist beunruhigend. Irgendeine Idee, woher die Ravello seine Infos hat, Rodriguez? Ich hätte nämlich eine. Nicht jetzt, Annika. Oh, reg dich ab, Amigo. Dann reden wir eben später. Was den Blödsinn, Rodriguez? Oh, Helikopter, Vorsicht! Hallo, Rico! Was ist das? Da sind die Panzer. Wenigstens in diesem Punkt hat Sheldon nicht gelogen. Okay, wegsam sind die Waffen. Ich gebe zu, ich bin enttäuscht, Mr. Sheldon. Tja, dann besprechen wir das doch bei einem Drink, Sebastiano. Mano a mano. Ich habe keine Zeit für Smalltalk, Mr. Sheldon. Vor 20 Jahren haben wir etwas vereinbart, Sie und ich. Sie halten Ihren Teil nicht ein und das enttäuscht mich. Also, Sie und Uncle Sam hatten einen Deal. Sie und ich. Wir haben darüber hinweggesehen, wie Sie das Volk von Medici behandeln. Und wir haben auch darüber hinweggesehen, was Sie dem Almasri angetan haben, die und übrigens nur eine Leiche war. Ich habe über Rico Rodriguez hinweggesehen. Bis jetzt. Wissen Sie noch, was wir abgemacht hatten? Natürlich weiß ich das noch, Sebastian. Wirklich? Ich bin Herrscher über Medici. Sie versprachen mir eine Allianz mit den Vereinigten Staaten, was sich erledigt hatte, als der Junge, den ich für Sie zum Waisen gemacht habe, zurückgekehrt ist. Ein Junge, der wütend durch mein Land marschiert und mich vor meinem Volk wie einen Idioten aussehen lässt. Hören Sie, Sebastiano. Denken Sie, ich genieße es, vor meinem Volk wie ein Idiot auszusehen? Ich weiß, Sie haben ihm gezeigt, wie man meine Panzer zerstört. Ich sehe alles, was auf Medici passiert, sogar in dunklen, feuchten kleinen Höhlen. Es gibt nichts, was meine Flammen nicht verbrennen können, Mr. Sheldon. Kommen
sie nicht wieder. Hm. Okay. Okay, mit dieser abgeschlossenen Mission schließen wir auch die Folge ab. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.